Hallo, liebe Schützen, herzlich willkommen zu diesem allgemeinen Reading über eure erste Februarhälfte 2021. Ich hoffe, ihr freut euch bester Gesundheit, liebe Schützen, und ich hoffe, es geht euch einigermaßen gut in diesen schweren Zeiten. Ich möchte euch ganz gerne auf die Links in der Infobox aufmerksam machen, in der ihr das weiterführende Reading über diese Legung hier finden könnt im Resonanzfall. Ihr könnt euch dort unten auch alle Karten genauer anschauen, wenn ihr das möchtet, die ich in meinen Legungen verwende. Ihr habt dort Zugang auf Social Media Links, Special Videos, Infovideos. Meinen Kanal findet ihr dort, den Kanal meiner Mutter findet ihr auch dort. Die hat übrigens ein neues Video rausgebracht, was ich euch am Ende dieses Videos hier auch verlinke, wenn ihr das anschauen möchtet, gerne. Ansonsten würde ich liebend gerne gleich anfangen. Liebes Schicksal, bitte gib mir Einsicht in die erste Februarhälfte 2021 meiner Schützen. Der Esel. Der Esel spricht von Eigenwilligkeit. Interessant, dieses Kraft hier, beziehungsweise diese Hauptenergie hatte ich auch schon bei einem anderen Zeichen, was mir jetzt nicht mehr einfällt. Das war vor 2 Tagen, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welches ich da gemacht habe. Aber der Esel spricht auf jeden Fall hier von Eigenwilligkeit, was bedeutet, deine Vorhaben werden anders laufen als geplant. Öffne dich für die göttliche Führung. Ja, öffne dich für die göttliche Führung, beziehungsweise etwas, was ihr hier vorhabt, vielleicht auch schon zugearbeitet habt darauf, wird hier passieren, allerdings auf eine wohl andere Art und Weise, als man sich das bisher vielleicht erdacht hat. Ich könnte mir vorstellen, war das nicht bei den Wassermännern vielleicht sogar? Bin mir nicht so ganz sicher. Wenn ihr es also mit Wassermännern zu tun habt oder mit einem speziellen Wassermann, schaut euch gerne dieses Reading an, dort könnten Botschaften für euch enthalten sein. Die Eigenwilligkeit ist auf jeden Fall eure Hauptenergie und ich möchte mal schauen, was mir das Schicksal noch dazu sagen kann im Speziellen. Liebe Schicksal, bitte gib mir weitere Einsicht in die erste Februarhälfte 2021 meiner Schützen. Die 2 der Kelche. Beziehungs- oder Partnerschaftskarte ist das hier definitiv. Es geht hier um den liebevollen Umgang, um den gerechten Umgang, um den gleichen Umgang zwischen 2 Menschen hier. Muss hier natürlich nicht per se eine Beziehung oder Partnerschaft betreffen. Das kann hier auch ja, der Umgang zwischen 2 Kollegen sein. Werde ich natürlich noch etwas genauer herausfinden. Der Herrscher, okay. Der Herrscher hier steht in den meisten aller Fällen im Tarot für den Gegenüber, der sehr hoch gewichtet wird. Es geht hier um eine Person, die sehr viel Wertschätzung von euch genießt, die ihr hoch anseht, auch deren Tun und Handeln hoch anrechnet, beziehungsweise jemand, den ihr eben in eurem Herzen trägt. Es kann hier natürlich ein Partner sein, eine Partnerin sein oder ein Wunschpartner, eine Wunschpartnerin. Es kann hier aber auch genauso gut der Vater sein, die Mutter sein, der Bruder sein, der beste Freund sein. Definitiv eine Person mit hoher Gewichtung in eurem Leben. Die Kraft. Die Kraft hier steht für Mut, Tapferkeit, beziehungsweise hat man hier oftmals auch ein Risiko einzugehen oder über seinen eigenen Schatten zu springen. Etwas zu tun, was man vielleicht nicht gerne tut. Die Welt. Stellt das Abschließen eines Kapitels den Beginn eines neuen Kapitels dar. Manchmal steht die Welt auch für Unfreiheit bzw. unabgeschlossene Zyklen. Oh, und die 3 der Schwerter kommt hier mit raus. Die 3 der Schwerter spricht von Frustration, Herzschmerz. Ein gebrochenes Herz kann das hier oftmals darstellen. Beziehungsweise Unannehmlichkeiten und Widrigkeiten angesichts einer bestimmten Situation. Der Ritter der Kelche ist im Outcome hier, eine Hofkarte im Wasserzeichen. Es geht hier um Gefühle und Emotionen, beziehungsweise um das Weitergeben, beziehungsweise den Transport von eben jenen Gefühlen, Emotionen. Oftmals ist das derjenige, der eine Entschuldigung antragen möchte, beziehungsweise auch kleine Geschenke macht. Das ist hier der Ritter der Kelche. Könnte sich um eure Energie handeln oder um die jenes Gegenübers hier. Eine Klärung zu den 2 der Kelchen, bitte. Der Wagen. Ich habe so oft den Wagen drin im Februar, das ist echt krass.
Der Wagen steht für Fortschritt, Progress, vor allem auch für Schnelligkeit. Die Situationen, die Variablen können sich hier sehr, sehr schnell, fast schon rasant eigentlich entwickeln. Beziehungsweise kann es sich in dieser Kombination auch um Besuche handeln, Reisen handeln, Umzüge handeln, sofern dies natürlich in den gegebenen Zeiten hier möglich ist. Definitiv könnten einige von euch hier einen unerwarteten Besuch bekommen von jemandem, ja doch sehr wichtigen für euch. Eine Klärung zum Herrscher. Die fünf der Münzen. Die fünf der Münzen stellt in den meisten aller Fällen ein Verlassensthema dar. Etwas wird hier zurückgelassen, beziehungsweise lässt man hier möglicherweise auch jemanden im Regen stehen, sozusagen. Eine Klärung zur Kraft hier. Okay. Fünf der Kelche. Oh ja. Zwei Fünfer nebeneinander. Es geht hier um doch etwas Unannehmliches, liebe Schützen. Es geht hier darum, fünf Kelche, fünf Münzen. Das ist ein klassisches Reue-Thema, Verlassensthema. Es geht hier um etwas, was euch sehr stark mitgenommen hat. Möglicherweise in der Vergangenheit, muss gar nicht so lange her sein. Mit den drei der Schwertern hier ist auch definitiv Liebe im Spiel, Zuneigung und ja, Frustration im Spiel, auf jeden Fall. Eine Klärung zur Welt, bitte. Die Sonne, sehr schön. Die Sonne steht für Harmonie, Friede, Freude und Eierkuchen. Auf die Welt geklärt geht es hier zunächst einmal, nachdem ein Kapitel beendet wird, sehr positiv weiter, sehr harmonisch, sehr ja, frei im Prinzip. Man spricht hier auch von Freiheit bei der Sonne und die Welt ist in einer gewissen Art und Weise auch die Unfreiheit manchmal. Einige von euch können sich hier doch aus einer zwickreichen Lage hier befreien. Eine Klärung zu den drei der Schwertern. Der Ritter der Münzen. Der Ritter der Münzen ist jemand, der kleine, aber beständige Schritte auf ein ganz bestimmtes Ziel hinzumacht. Es ist hier jemand, der in die Zukunft blickt, beziehungsweise auch Richtung Zukunft geht. Vier der Kelche. Ein klassisches Ablehnungsthema. Ungenutzte Chancen und Potenziale stehen hier. Beziehungsweise kann ich diese Vier der Kelche auch sehr stark mit der Hauptenergie verbinden. Die Eigenwilligkeit, beziehungsweise hier spreche ich immer vom Eigensinn, beziehungsweise von jemandem, der sich nicht gerne helfen lässt oder sich nicht helfen lassen möchte. Eine Klärung zum Wagen, bitte. Da drehen sich zwei um, und zwar ist das die Herrscherin und die zwei der Stäbe. Die Herrscherin steht für eure Energie. Ich habe hier Herrscherin und Herrscher aufeinander folgend. Das meine ich, steht dann definitiv für jemanden von euch, der es hier mit einem Partner, Partnerin oder Ex-Partner, Ex-Partnerin zu tun hat. Ich sehe hier definitiv einen überwiegend ja, beziehungstechnischen Einfluss dieser beiden Personen hier. Vor allem auch, weil ich die zwei der Kelche gleich am Anfang habe. Also für die meisten von euch dürfte das hier doch eher ein beziehungs- oder partnerschaftliches Reading hier sein. Zwei der Stäbe spricht entweder von einer längeren Zeitspanne, beziehungsweise aber auch von zwei Wegen, die hier eingeschlagen werden können. Eine Klärung zu den fünf der Münzen, bitte. Das ist der Page der Stäbe. Da sehe ich eure Energie drin, liebe Schützen. Das ist die Hofkarte im Feuerzeichen. Das ist der Lebenslustige, der Lebensfrohe auch, der Neugierige, der Abenteurer nenne ich ihn sehr, sehr gerne. Jemand, der auch seinen Worten Taten folgen lässt. Eine Klärung zu den fünf der Kelche. Vier der Schwerter. Ein gedanklicher Rückzug, gedankliche Heilung ist hier auch aktiv, beziehungsweise heißt das hier auch Stressminderung. Es ist eine Ruhekarte, eine Friedenkarte hier mit der Konjunktion zur Sonne. Eine Klärung zur Sonne, bitte. Und wiederum der Wagen. Schnelle Entwicklungen sieht man hier auf euch zukommen, liebe Schützen, im positiven Sinne, denn hier mit der Sonne kann ich den Wagen definitiv positiv deuten. Ja, sich schnell entwickelnder Erfolg sieht man hier eigentlich raus. Eine Klärung zum Ritter der Münzen, bitte. Der König der Stäbe, das ist ganz klar eure Karte hier. Das ist die Hofkarte im Feuerzeichen, wie ich sie auch hier im Pagen sehe. Liebe Schützen, startet ihr hier Neuanfänge? Zwei der Kelche im Outcome. Interessant. Die zwei der Kelche habe ich hier oben und ich habe sie hier unten. Definitiv kann ich hier für die meisten von euch von einem Durchlaufposten sprechen.
Als allererste Karte habt ihr hier die zwei der Kelche, die für eben den, ja, die Gleichheit zwischen zwei Menschen hier steht. Beziehungsweise sage ich hier auch gerne auf einer Wellenlänge. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieses auf einer Wellenlänge der Fall war. Beziehungsweise kann es hier aber auch sehr, sehr gut ein ganz spezielles Thema geben oder das kam auf in der Vergangenheit, wo ihr und ein gewisser Mensch hier eben nicht auf einer Wellenlänge beziehungsweise auch nicht einer Meinung waren. Und daraufhin gehen hier doch einige Wege, Denkweisen beziehungsweise Handlungen, getrennte Wege, was man dann hier sehen kann und in der Spiegelung zu den zwei der Stäben sehen kann. Hier hat man definitiv, was ein bestimmtes Ziel angeht, andere Ansichtsweisen. Der Wagen auf die zwei der Kelche hier geklärt, kann einerseits für Besuche stehen von eben jenen hochgewichteten Menschen. Das kann hier sehr, sehr gut auch für eine vorhergegangene Separierung sein. Dass hier einer von euch beiden gesagt hat, du, ich brauche ein bisschen Zeit für mich alleine, möglicherweise. Und dieser Mensch hier, diese Herrscherin und dieser Herrscher, es kann sehr, sehr gut sein, dass es hier eine Art Wiedersehen gibt nach doch längerer Zeit, wofür jetzt hier diese zwei der Stäbe stehen könnten. Definitiv sehe ich hier aber den Drang zum Fortschritt und zum Progress, was eben jene Verbindung zwischen euch und einem bestimmten Menschen hier angeht im Wagen. Die Herrscherin ist auf den Wagen hier geklärt. Als die Herrscherin sehe ich eure Energie, liebe Schützen. Ich sehe hier euch sehr naturverbunden möglicherweise, beziehungsweise in eurer Kraft und auch im Schöpfertum. Jemand hat hier für sich selbst im Idealfall gehandelt, beziehungsweise zu seinem Gunsten gehandelt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es hier eine Art Meinungsverschiedenheit zwischen euch und eurem Gegenüber hier gab. Diese Meinungsverschiedenheit kann möglicherweise die gemeinsame Zukunft betreffen, beziehungsweise auch einen ganz bestimmten Aspekt in eurem Alltag aufgreifen. Das ist hier zum Beispiel die Kinderfrage. Möglicherweise ist es nur ein Beispiel, ne? Bitte bezieht jetzt auch euch nicht auf dieses Beispiel. Einer von euch möchte Kinder, der andere von euch möchte nicht Kinder. Und darüber diskutiert man natürlich, normalerweise sollte man das tun, auf eine völlig normale Art und Weise, auf eine sachliche, gediegene Art und Weise. Einer von euch beiden lässt, was ein bestimmtes Thema, in dem Fall beispielsweise das Kindesthema angeht, nicht mit sich reden und lässt sich auch absolut partout nicht umstimmen. In dem Fall kann hier wirklich eine Sturheit, ein Starrsinn sozusagen auch vorherrschend gewesen sein, was im Endeffekt dann dazu geführt hat, dass man sich hier auf eine gewisse Art und Weise separiert, möglicherweise sogar auch auseinanderlebt. Kann ich mir gut vorstellen, dass so etwas derartiges in der Vergangenheit zwischen euch und einem bestimmten Menschen eben passiert ist. Mit diesen zwei der Stäben kann man hier nämlich auch eine gewisse Zeitspanne erörtern, beziehungsweise kann es sich hier auch um zwei verschiedene Wege eben handeln. Und ich bin hier doch bei zwei verschiedenen Wegen, beziehungsweise zwei verschiedenen Ansichten oder Denkweisen, was eine Beziehung oder Partnerschaft zwischen euch und einem bestimmten Menschen hier angeht. Mit den fünf der Münzen auf den Herrscher hier geklärt. Also im Herrscher sieht man ganz klar euren Gegenüber, der hier im gleichgesinnten Modus mit euch zur Herrscherin sozusagen ist. Ihr habt hier beide auf jeden Fall eine hohe Gewichtung füreinander und voneinander als Wertschätzung zu verzeichnen. Mit den fünf der Münzen auf den Herrscher hier kann es sich sehr gut bei dieser Angelegenheit auch um finanzielles oder materielles handeln. Es kann sich hier sehr, sehr gut auch um eine Geldfrage handeln bezüglich einer Investition für die Zukunft. Liebe Schützen, bedenkt bitte in einem allgemeinen Reading kann ich nicht jede einzelne individuelle Situation, mit der ihr es hier zu tun habt, aufgreifen. Keiner hat hier die 1:1 gleiche Situation als der jeweils andere vorherrschend in seinem Alltag. Bitte bezieht es dann euch auf eure Situation im Resonanzfall natürlich. Ich meine, es kann hier für einige von euch tatsächlich eine geldliche bzw. finanzielle Frage im Raum gestanden sein. Bezüglich, ich könnte mir vorstellen, irgendwie, lass uns hier ausziehen und lass uns ein Haus bauen. Und dann sagt der andere, nein, hast du einen Schlag, wie viel Geld kostet denn das? Sowas in der Art kann ich mir vorstellen, etwas, was mit materiellem oder Finanzen eben zu tun haben könnte. Muss es natürlich nicht sein, denn ich habe hier daneben auch die fünf der Kelche, dann kann das auch eine Gewissens- oder Gefühlsfrage sein, bei der ihr beide schlichtweg anderer Meinung seid. Das ist der Grundtenor hier. Mit dem Pagen der Stäbe auf die fünf der Münzen hier geklärt, sehe ich jemanden, der doch etwas, ja, sagen wir mal, eigensinnig ist, beziehungsweise eigenwillig, wie es auch der Esel hier schon sagt. Ich sehe hier eine Feuerkarte, eine Hofkarte im Feuerzeichen. Ich könnte mir vorstellen, dass das eure Energie ist, das muss aber nicht eure Energie sein.
Definitiv ist er hier zur Herrscherin ausgerichtet. Liebe Schützen, ich sehe euch hier als die Herrscherin und wenn der Page der Stäbe zur Herrscherin ausgerichtet ist, agiert diese Person, dieser Mensch hier, für sich selbst im Prinzip. Das heißt, man steht zu seinem Wort, man steht zu seiner Meinung und lässt sich manchmal auch auf eine sture Art und Weise partout nicht umstimmen. Wie gesagt, bezieht es bitte speziell auf eure Situation. Ich sehe hier jemanden definitiv nicht nachgeben, was diese Unterredung, diese zwei verschiedenen Meinungen oder eben zwei verschiedenen Handelswege zu tun hat. Mit der Kraft hier kann ich in negativer Art und Weise, und das kann ich hier sehr, sehr gut auch so deuten mit diesen beiden Signalkarten hier, als eine Art Sturheit und Eigensinn eben deuten. Wie gesagt, auch schon der Esel spricht davon und hier lässt jemand nicht mit sich reden, beziehungsweise lässt sich auch nicht umstimmen oder zähmen, was seine eigene Meinung angeht. Kann natürlich von eurem Gegenüber auskommen, kann von euch auskommen. Bedenkt bitte auch, dass die Rollen vertauscht sein können in allgemeinen Readings. Mit der Kraft hier ist definitiv auch Standhaftigkeit und Hartnäckigkeit symbolisiert. Sie spricht hier nicht nur von ein Risiko eingehen, beziehungsweise eben Mut und Tapferkeit. Ich sehe hier eher diese feste Position, die einer von euch beiden bezüglich eines gewissen Themas hier eben bezogen hat. Und mit den 5 der Kelchen auf die Kraft hier geklärt und die ist in der Mitte des Readings sowieso sehr, sehr stark präsent, kommt hier der eine mit dieser Festgefahrenenheit mit dem anderen nicht so wirklich klar. Nehmen wir an, es geht hier wirklich um die Kindesfrage. Ja? Ihr seid hier nur ein Beispiel, wie gesagt. Bitte versteht es nicht als Fakt jetzt. Es ist nur ein Beispiel, um euch klarzumachen, was für Energien ich hier aufgreife. Okay? Ihr beide habt euch hier kennengelernt. Ihr könntet euch schon länger kennen. Das Kindheitsthema war bisher noch nicht ein Thema. Vor allem hier zu Corona-Zeiten beispielsweise, beziehungsweise eben wollte man sich erstmal eher kennenlernen. Diese Kennenlernphase ist nun vorbei. Es wird hier eine längere duale Zeit eben angezeigt zwischen euch beiden. Und man sieht hier im Prinzip die resultierenden 5 der Kelche. Trauer, Verlust, Enttäuschung, Reue. Okay? Auf eine standhafte Meinung. Und jene standhafte Meinung könnte beispielsweise eine Kindheitsfrage hier beziehen. Der eine will Kinder, der andere will nicht Kinder. Man lässt sich hier auch nicht auf eine künstliche Befruchtung beispielsweise ein. Man lässt sich hier nicht auf eine Adoption ein. Man lässt sich hier auch nicht Zeit, um dann vielleicht noch einmal anders darüber nachzudenken. Man hat hier eine festgefahrene Meinung und lässt sich dabei partout nicht umstimmen. Das ist genau das hier. Jemand ist hier festgefahren in seiner Meinung, in seinem Thron und lässt sich zu 100% nicht umstimmen. So eine Art von Starrsinnigkeit, muss ich hier wirklich schon so sagen, beziehungsweise eben Eigenwilligkeit ist hier definitiv auf einer von euer beiden Seiten präsent. Diese 5 der Kelche ist dann die klassische resultierende Trauer und eben aber auch die Reue auf der anderen Seite. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier jemand bei seiner Meinung bleibt, wohl wissend, dass es den anderen verletzen wird. Und genau so etwas ist hier passiert oder kann gerade passiert sein, liebe Schützen. Mit den 4 der Schwertern auf die 5 der Kelche geklärt, handelt es sich um einen gedanklichen Rückzug. Man versucht sich etwas Luft zu verschaffen bzw. Abstand zu gewinnen von jener Situation, die einen nicht gerade mit Fröhlichkeit erfüllt hat, um es mal so auszudrücken. Es kann auch sein, dass ihr beide eine Zeit für euch gebraucht habt, um über das Gesagte nachzudenken. Man redet hier nämlich auch von einem gedanklichen Rückzug bzw. aber auch einer Heilungskarte, um eben die Gedanken neu strukturieren zu können. Hier sagt man auch Stressvermeidung im Prinzip. Kann ich mir gut vorstellen, dass hier einer dem anderen gesagt hat, du, ich brauche ein paar Tage für mich. Kann ich mir vorstellen. Mit der Welt hier ist definitiv die Unfreiheit dargestellt. Die Unfreiheit ist darauf zu beziehen, dass hier jemand sich nicht partout umstimmen lässt. Man versucht hier nicht, den anderen umzustimmen, beziehungsweise hadert man eben mit der festgefahrenen Meinung des jeweils anderen und ist hier dementsprechend etwas sauer, beziehungsweise auch enttäuscht, wie man es hier und hier drin auch sehen kann, bezüglich dieses nicht mit sich reden lassen Wollens des anderen. Man respektiert die andere Meinung, aber man respektiert nicht den Umstand, dass man absolut nicht mit sich reden lässt, was diesen Bezug angeht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Mit der Sonne auf die Welt geklärt, kann ich mir hier doch eine gewisse Freiheit vorstellen. Möglicherweise ist hier auch die Meinungsfreiheit angezeigt. Und ich kann mir gut vorstellen, da eben die Sonne auf die Welt folgt, dass hier dieses Thema, das bisher nicht mehr angerührt wurde, jetzt wieder aufkommt sozusagen.
Das heißt im Prinzip, man möchte hier Klarheit schaffen. Man möchte klipp und klar sagen, okay, ich will das und ich will das nicht. Das war in der Vergangenheit auch schon der Fall. Hier sehe ich aber eben eine Freiheit auf eine Unfreiheit folgen, dass man sich hier vielleicht doch nochmal zu einer Unterredung überwindet. So rum ist es richtig ausgedrückt. Und das sehe ich hier auch mit dem Wagen. Liebe Schützen, ich sehe hier zwei Menschen, die eine sehr hohe Wertschätzung gegeneinander haben, auf jeden Fall. Der eine ist hier dem anderen sehr viel wert, was wahrscheinlich auch der Grund sein kann, warum man sich hier potenziell nochmal auf eine Unterredung einlässt, beziehungsweise vielleicht auch versucht, die Sachlage von einem anderen Blickwinkel aus zu betrachten. Bedenkt bitte, wie schon am Anfang gesagt, es muss sich hier nicht um eine Partnerschaft handeln. Es kann hier auch sehr, sehr gut sein, dass es hier ein Gespräch mit eurer Mutter, eurem Vater gibt, möglicherweise mit eurem besten Freund oder eurer besten Freundin, möglicherweise mit eurem Chef. Bitte, wie schon gesagt, allgemeines Reading bezieht es, wenn es hier so resoniert, auf eure Situation, liebe Schützen. Mit dem Wagen ist hier definitiv Sieg und Erfolg angestrebt. Das verrät mir hier die Deutungsvariante der Wagen auf die Sonne. Jemand möchte hier nicht den Sieg davontragen, sondern generell Erfolg erzielen. Und das ist in beider Seiten Interesse. Mit den drei der Schwertern kann es sich sehr, sehr gut hier um eine Art Überwindung handeln, die hier jemand eingeht, indem er sich hier noch einmal auf ein jenes Gespräch oder eine Klärung eben einlässt. Man sieht es hier, vier der Schwerter, Sonne, drei der Schwerter, der gedankliche Rückgang sozusagen, der hiermit dann auch erfolgreich praktiziert wurde. Und dieser Rückgang hier, diese Strukturierung von Gedanken war potenziell notwendig auch, um eben dieses Thema nochmal anschneiden zu können, um eben eine gewisse Harmonie wieder zu erreichen. Jemand lässt sich hier wieder potenziell darauf ein. Der eine ist hier sehr beständig, was seine Meinung angeht, der andere ist sehr offen, was seine Meinung angeht. Wie das hier potenziell dann ausgeht, beziehungsweise ob ihr beide einen Kompromiss oder eine Lösung finden könnt, werde ich spätestens im weiterführenden Reading dann sehen. Ich sehe hier auf jeden Fall jemand, und ich meine, das seid ihr, liebe Schützen, die hier doch sehr hartnäckig und standhaft in ihrer Meinung sind. Es heißt nicht, dass ihr jener Mensch seid, der hier nicht mit sich reden lässt, aber ihr seid hier diejenigen, die sehr auf ihr Recht pochen, das ist schon mal das Erste, beziehungsweise seid es auch diejenigen, die sich hier absolut im Recht fühlen. Und je nach Situation, liebe Schützen, kann ich euch natürlich nicht sagen, ob ihr Recht oder Unrecht habt, das werdet ihr sicherlich selbst wissen, vor allem dann, wenn ihr ehrlich zu euch selbst seid. Der hier ist auf jeden Fall jemand, der anpackt, der hartnäckig ist, der auch etwas durchsetzen möchte. Und ich kann mir gut vorstellen, dass hier der eine auf den anderen zukommt. In dem Fall sehe ich euren Gegenüber auf euch zukommen. Bedenkt bitte weiterhin, dass die Rollen vertauscht sein können auch. Aber ich sehe hier euch auch zu euch selbst stehen und in eurem Thron sitzen zu bleiben. Das heißt auf Deutsch, ihr hört euch die Argumente des jeweiligen Gegenüber an. Ihr könnt darüber offen und ehrlich kommunizieren und reden. Was sich daraus entwickelt, liebe Schützen, das sei mal dahingestellt und kommt ganz eben auf jene Unterredung drauf an. Ich kann mir gut vorstellen, vor allem auch mit einem Esel hier und der Eigenwilligkeit, dass es euch hier beiden gelingt, eine Lösung zu finden für euer spezielles Problem. Möglicherweise nicht die Art und Weise von Lösung oder die Art von Lösung, die ihr euch vorstellt, und möglicherweise auch nicht die Lösung, die euer Gegenüber sich vorstellt. Denn die Vorhaben werden anders laufen als geplant. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es hier positiv und negativ hinauslaufen könnte, definitiv aber anders, als man es sich im Moment denken kann, liebe Schützen. Die Outcome-Karten hier, Ritter der Kelche, definitiv ähnliche Situation wie der Ritter der Münzen hier. Man möchte hier beiderseits eine, ja, Lösung für die Zukunft eben finden. Man ahnt hier, dass der jeweilige Gegenüber sich nicht auf einen Kompromiss quasi einlässt, beziehungsweise ahnt man hier, dass man abgelehnt wird oder seine eigene Meinung abgelehnt wird. Kann ich mir vorstellen. Ich sehe hier definitiv aber weiterhin die zwei der Kelche, deswegen kann ich auch sagen, dieses Thema ist noch nicht vom Tisch. Beziehungsweise sehe ich hier auch jemanden definitiv mit dem anderen weitermachen zu wollen in Zukunft. Das vor allem, wenn man es hier mit einer Partnerschaft oder mit einer beziehungstechnischen Angelegenheit eben zu tun hat. Wie schon gesagt, diese Karten schaue ich mir jetzt im weiterführenden Reading an. Wenn ihr euch in einer solchen Situation befindet und ihr gespannt seid, wie es hier weitergeht potenziell, nehmt es gerne in Anspruch. Es ist natürlich nach wie vor kein Muss, liebe Schützen.
Ich wünsche euch auf jeden Fall einen klaren Kopf, ich wünsche euch Geduld, ich wünsche euch aber auch Offenheit. Ich sehe hier zwei Menschen, die definitiv viel füreinander übrig haben, aber es bisher noch nicht geschafft haben, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Und genau das würde ich euch wünschen, liebe Schützen. Ich wünsche euch natürlich auch anhaltende Gesundheit, das ist sehr wichtig in diesen Zeiten. Lasst mir gerne wieder Likes, Spenden, Feedback, Views, Kommentare, was ihr möchtet da. Vielen lieben Dank dafür, seht das natürlich nach wie vor sehr, sehr gerne. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen und bis dahin macht es gut.